Unser Bier ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil der Basler Trinkkultur. Jetzt im Dezember haben sie über die Basler Stadtgrenzen aus expandiert und als zweiter Standort eine Spezialitätenbrauerei in Liestal eröffnet, hier im ehemaligen Areal der Baselbieter Traditionsbrauerei Zieglhof. Neben mir ist unser Bier-Geschäftsführer, der Lucius Bosshardt. Hallo, schön dürfen wir heute bei dir sein. Herzlich willkommen, ja, bei unserer neuen Brauerei. Ja, es ist schön da. Seit 2010 sind ihr ja im Gundeldinger Feld am Produzieren. Und zwar als einzige grössere Brauerei von Basel, die alle Bier selber in Basel braut und abfüllt. Und jetzt haben ihr ja die Kapazitätsgrenze dort erreicht. Wie ist die Idee mit dieser Spezialitätenbrauerei und wie sind ihr auf Liestal gekommen? Also das eine, wir sind im Sommer langsam an Kapazitätsgrenzen gelangt. Das heisst, wir haben immer Spezialitäten, auch Raritäten machen. Und die haben einfach keinen Platz mehr gehabt, weil wir ja im Sommer ist Bierwetter, dort haben wir den Umsatz generieren. Sind dann mit einer Idee vor zwei Jahren in einer Verwaltungsratssitzung haben wir angefangen zu überlegen, wie können wir die Spezialitäten, Raritäten weiterführen. Und haben dann eine Idee gehabt, wir gehen aufs Land, weil in der Stadt bekommt man ja kaum Platz. Genau. Und sind an verschiedenen Standorten schauen, einmal in Lausen, dann sind wir nach Sissach, das hat nicht geklappt. Und dann sind wir hier aufs Ziegelhof-Areal, das ist ein Riesenareal, wo es 2.000-3.000 Quadratmeter zur Verfügung hat, und haben dann den Standort gefunden. Und das ist mitten in Liestal. Also einen besseren Standort für unsere Brauerei hätten wir gar nicht finden können. Und das steht schon lange leer hier? Das steht schon 15 Jahre, meinte ich, leer. Und hat verschiedene Besitzerwechsel gehabt. Und jetzt hat es verschiedene Sachen. Es hat auch oben eine Kletterhalle, es hat verschiedene Beizle und das wird immer weitergeführt. Und wir haben können die alte Rampe von Ziegelhof übernehmen und ausbauen mit einer kleineren Brauerei wie in Basel. Wie sind ihr hier aufgenommen worden, in Liestal? Eigentlich sehr gut, auch von der Politik, auch von der Bevölkerung. Vor allem natürlich auch, weil das Zwickelbier, das man hier früher hat können holen, mit dem wollen wir weiterführen, mit dieser Tradition. Das hat natürlich ein riesen Echo gegeben von den Zwickelfreunden von früher. Und das ist auch von der Politik, respektive Stadtpräsident und der Stadtrat, hat sich sehr erfreut gesagt, dass wir hier Fuß fassen in Liestal. Und man sieht es da gerade hinten dran, da ist jetzt eben das unser Zwickel, das ihr jetzt seit dieser Eröffnung hier auch produziert. Und das kann man hier dann auch abfüllen? Das wird dann hier abgefüllt. Auch der Zwickel, die 2-Liter-Karaffen, die da hinten sind, das sind dann die in Zukunft, die Karaffen, die man auch hier beziehen kann. Wir machen auch wieder am Freitag zu oben von 5 bis 7 kann man kommen, die Karaffe füllen und dann vielleicht noch eins zwitschern und dann wieder gehen. 1,5 Millionen Franken haben wir investiert für die Spezialitätenbrauerei hier und die Brauanlage. Wie viel wird denn hier produziert im Jahr? Also es ist eine 10 Hektar Anlage, 1000 Liter. Das ist Zukunft. Wir wollen langsam anfangen mit den Spezialitäten und in ein paar Jahren wollen wir die Zähne ausfüllen und dann das haben. Wir haben auch schon weitergedacht, wenn es dann wirklich eine riesige Nachfrage würde geben, dass wir noch eine zusätzliche Tank hinten bauen. Und, aber lieber langsam und stetig rauf, als gerade Vollgas geben. Und ihr habt hier alles neu eingebaut? Das ist alles neu. Die Problematik war die Höhe vom Platz. Das heisst, wir haben die Tank und das alles müssen auf Mesure machen. Und das ist dann auch so transportiert worden und dann installiert worden. Ja. Und man sieht ja auch, hier hat es Fenster. Das heisst, man kann von außen hineinschauen, wie gebraut wird, oder? Genau. Also das ist uns sehr, sehr wichtig, dass man von außen hineinschauen kann, was passiert hier. Und das ist, wir haben auch noch 2 zusätzliche Fenster gemacht, dass man wirklich hineinschauen kann, wenn man durchfährt. Das ist eine Hauptstrasse, die sehr, sehr befahren ist. Und dann kann man natürlich dann hineinschauen und gewundern. Und man kann vielleicht einmal anhalten und hineinschauen und sieht, dass es hier gebraut wird. Ja, genau. Und dann haben wir auch die Aussenwand, ist eine Signalfarbe, schön gel. Und da tun wir auch extra noch einen Graffiti-Künstler engagieren. Ja, das ist uns auch wichtig, dass man von außen das auch wahrnimmt und nicht irgendwie grau ist, sondern das Gel, eigentlich Biergelb, unsere Carbon Identity Farbe. Und da kommt ein bekannter Graffiti-Künstler, der uns das dann besprayt. Und es ist für uns wichtig, jemand, der bekannt ist,
dass man nicht einfach zwei oder drei Wochen später einen hat oder drüber malt oder sprayt. Das ist also so ein Kriterium gewesen, das wir müssen machen, ja. Ach cool. Und jetzt also der Großteil und Standardbier werden ja weiterhin in Basel produziert. Was für Produkte werden denn da jetzt braut? Also da machen wir dann Kraftbier. Kraftbier sind eigentlich handgemachte Bier. Das heisst, man kann nicht einfach aufs Knöpfchen drücken und dann macht es alles durch das Mischen und Malen und Schroten, sondern man tut spezielle Hopfen berücksichtigen. Malz auch. Also es gibt, das Malz gibt ja die Farbe und den Schaum vom Bier und der Hopfen den Geschmack. Und wir müssen auch, dass wir innovativ bleiben, was sehr wichtig ist heutzutage, Innovationen bringen, wo die Jungen vor allem, die Jungen schreien nach dem, können befriedigen. Wir möchten dann auch die Raritäten mit Holzfässern ausbauen. Das heisst, da hinten sind ein paar Holzfässer, also mit besonderen Geschmack, besonderen Hopfen und besonderen Malzsorten, dass es ein gutes Bier gibt. Das sind dann quasi Bierraritäten, wo es dann nur den Bestand hat von diesem Fass. Genau, das ist ja so, das ist seit so lange es hat. Genau. Und da hast du jetzt auch noch ein paar Samples gebracht. Ja, das sind jetzt Hopfen, wo wirklich, wenn man daran schmeckt, das kann ich da jetzt nicht schmecken, aber das ist dann der Geschmack vom Bier, der da dann eigentlich drinnen ist. Und dann ist das Kunst vom Brauer, das verschiedenste kombinieren und dann ein gutes Bier daraus wird. Absolut. Dann habe ich gesehen, ihr habt jetzt auch neu ein Regio-Bier, also das erste Bier mit Rohstoff aus der Region. Was kannst du mir da dazu erzählen? Das ist, wir haben ein Hopfenfeld auf dem Bruder Holz angepflanzt, haben dort drei verschiedene Hopfen angepflanzt mit der Idee, dass man eben die Region sehen kann. Und viele wissen ja nicht mehr, wie ein Hopfen aussieht. Das muss man ehrlich sagen, wenn man die Jungen fragt, heisst es, ja, das ist ein Bier. Und dort oben kann man dann schauen, dass die Hopfen sind die Dolden. Und dann hat es eine kleine Maltikultur in Delémont, wo Malz anpflanzen und verarbeiten. Und das Malz, Region, also das ist was, 20 Minuten mit dem Auto, und unser Hopfen hier oben hat ein regionales Bier. Und das ist weiterhin die Idee, dass man das immer wieder vorführt. Es gibt dann auch ein Jura-Malz-Projekt mit Eberrhein, dass man dort von der Region verschiedene Bauern kann animieren kann, Gersten anzupflanzen, und gute Gersten, und dass man das kann verwerten kann und ein gutes Resultat nachher daraus machen. Jetzt zum Schluss noch, ihr habt ja auch nicht nur als Ziel zu brauen, sondern eventuell auch zu brennen, Whisky und Gin. Wie konkret sind da die Pläne schon dazu? Also der Platz da hinten wäre eigentlich für das angedenkt. Wir haben im Vorfeld schon mit einer Brennerei zu tun gehabt, also angefragt. Das hat leider nicht geklappt. Aber wir sind natürlich immer noch weiterhin dran, dass man das verwirklichen kann. Weil brennen und brauen, das kann man irgendwie gut kombinieren. Genau. Weil ein Whisky ist ja auch aus Getreide gemacht. Und der Gin, wir haben einen Gin gemacht eigentlich in Basel, respektive letztes Jahr haben wir ja die Problematik von No Fasnacht, keine Fasnacht. Wir haben x-tausend Liter ein Bier übrig gehabt. Wir machen ja ein Bio-Bier, nicht filtriert, nicht pasteurisiert oder wenig haltbar, 6 Monate, und das hat man dann irgendwie müssen verwerten. Dann haben wir ein Bier-Gin gemacht, ein Biermut statt ein Wermut und Bieressig. Ja. So haben wir können das retten. Und das ist eigentlich hier auch ein bisschen, nicht, dass man das Bier hier muss retten muss, sondern auch die verschiedenen Sachen kann hier verwerten und auch brennen. Wir haben weitere Spezialitäten finden. Das ist ja so. Ja. Und es ist auch ein Teil in, aber die gleichen Zutaten verwerten für Destillat. Lucius Bossart, herzlichen Dank. Schön, haben wir hier heute für Sie in der neuen Brauerei zu Liestel. Vielen Dank. Auch. Herzlichen Dank fürs Kommen. Ihnen daheim wünschen wir noch eine gute Woche und dann besinnliche Festtage.